Borussia Dortmund hatte sich im Hinspiel eine sehr gute Ausgangslage erspielt. 3:2 gewannen sie gegen den FC Sevilla. Also diese Hymne wollen sie an diesem Abend nicht das letzte Mal gehört haben. Der BVB in den gelben Trikots nach dem mitreißenden Spitzenspiel gegen den FC Bayern München, in dem sie am Ende mit 4:2 unterlagen, konnten sie eben den Erfolg nicht auf die Habenseite schaffen. Heute gegen den FC Sevilla sollte es aber klappen, eben mit dieser Ausgangssituation auswärts 3:2 gewonnen zu haben. Und der BVB erlegte gut los. Vaslek vertrat Bono im Kasten beim FC Sevilla, die erste Chance durch Moray. Sie hatte es durchaus in sich, der rechte Verteidiger sprang ein für Thomas Meunier. Knappe 20 Minuten gespielt, Sevilla in den roten Trikots stand durchaus unter Druck. Die Europa League können sie dieses Jahr zur Abwechslung nicht mehr gewinnen. Das ist ja eigentlich ihr Spezialgebiet. Dann vielleicht die Champions League, dazu müsste aber eine deutliche Leistungssteigerung her. Und Dortmund war dem ersten Tor viel, viel näher. Jude Bellingham bekommt den Ball hier quergelegt von Erling Haaland. Und dann ist das ein ansatzloser Schuss, dem einzig und allein das Aluminium einen Strich durch die Rechnung macht. Super Abschluss, Vaslek wäre ohne Chance gewesen. Der Ball springt dann aber vor und nicht hinter die Torlinie. Knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Dortmund war weiterhin drauf und dran, in Führung zu gehen. Dahoud, wunderbarer Pass zu Jude Bellingham. Und da war das 1:0. Hochverdient, 38. Spielminute. Die Führung für die Gastgeber. Das Ergebnis harter und konzentrierter Arbeit im ersten Durchgang. Dieser Pass von Dahoud ist aber wirklich sehenswert. Bellingham überwindet dann den Schlussmann des FC Sevilla im kurzen Eck. Noch nicht ganz Pause. Der FC Sevilla musste jetzt unbedingt kommen. Jetzt brauchten sie nämlich 3 Tore, um weiterzukommen. Ein 2:1 würde aufgrund der Auswärtstorregel nicht reichen. Aber sie schlugen sich auch teilweise selbst gute Situationen, die im Ansatz hätten gefährlich werden können. Die konnten sie aufgrund von Abseitssituationen dann nicht zu Ende spielen. Nach 45 Minuten stand es dementsprechend hochverdient 1:0. Gesamtergebnis eben 4:2. Diese 3 Auswärtstore des BVB, sie gaben der Mannschaft von Edin Terzic die nötige Ruhe. Springen wir in den zweiten Durchgang. Da passierte lange Zeit relativ wenig. Nur noch eine knappe Viertelstunde zu spielen. Wenn, dann aber auch eher wieder der BVB. Haaland kommt nicht durch gegen Koundé, aber Delaney hat nochmal einen drauf. Aus 16 Metern fällt ihm der Ball vor die Füße, nimmt den stark runter. Das ist dann auch ein wunderbarer Spannschuss, der aber diesmal pariert werden kann. Delaney ärgert sich. Diesen Treffer hätte er sehr gerne mitgenommen, aber ihm war da eigentlich kein Vorwurf zu machen. Dortmund machte es aber gut und drückte noch weiter auf das 2:0, auch wenn dieses 1:0 schon ein sehr gutes Ruhepolster war. Nach wie vor brauchte Sevilla 3 Tore und das war einfach unrealistisch, weil die Gäste nach vorne nichts zustande brachten. Das war ein erstaunlich schwacher Auftritt. Dass Sevilla defensiv die ein oder andere Schwäche hat, das ist bewusst, aber offensiv sind sie normalerweise immer hellwach und sorgen ständig für Torgefahr. Dann versuchten sie es nochmal über die linke Seite. Wir sind aber auch schon in der absoluten Schlussphase. Die Flanke zu Ocampos. Aber auch die wird dann zurückgepfiffen. Erneut eine Abseitssituation. Sinnbildlich, dass da gleich 5 im Abseits stehen.
Dann war Schluss. Der BVB gewinnt auch das zweite Duell mit dem FC Sevilla. Diesmal mit 1:0. Und das unterstreicht ganz klar, dass der BVB hochverdient in die nächste Runde einziehen wird. Das Viertelfinale ruft für Borussia Dortmund. Das DFB-Pokal-Halbfinale steht für sie ja auch noch aus. Also es könnte beim BVB durchaus schlechter laufen. Das hier war ein voller Erfolg. Jo, das war's mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.